Heidschuster.de. Damen und Herren, ich hoffe, Sie hören mich alle wunderbar. Ich darf Sie herzlich einladen und begrüßen jetzt an dieser Stelle zu unserem Vortragsabend, zu unserer Laudatio zum Buch Sanierungsfall Berlin, ein Bestseller von Marcel Luther, dem, ich weiß gar nicht, als Sie es geschrieben haben, waren Sie schon Freier Wähler? Ich glaube, da war ich es noch nicht, aber kurz danach wurde ich es. Da waren Sie noch, oder waren Sie und sind Sie ja noch Freier Demokrat und Freier Wähler waren Sie damals auch, das sind wir alle. Heute sind Sie Spitzenkandidat der Freien Wähler und ich bin guten Mutes, das erlaube ich mir auch als CDU-Mitglied zu sagen, guten Mutes, dass Sie als Fraktionschef in der neuen Legislatur das bürgerliche Lager in Berlin stärken werden. Ich freue mich, dass, als ich Thilo Sarrazin fragte, ob er zu diesem Buch Sanierungsfall Berlin die Laudatio halten möchte, sofort bejahte und er mir schrieb, das mache ich gerne, um Marcel Luther zu unterstützen. Ich danke Ihnen dafür, Herr Sarrazin, dass Sie das hier machen. Auch, und das darf ich auch an dieser Stelle mal sagen, unentgeltlich hier diese Arbeit sich aufgenommen haben und hier nochmal mitmischen im Wahlkampf. Vielen Dank dafür. Als Forum Mittelstand sind wir selbst überparteilich. Wir arbeiten mit allen bürgerlichen Kräften und Kräften der Vernunft zusammen. Wir hatten im letzten Wahlkampf eine Veranstaltung mit dem verfassungspolitischen Sprecher der SPD, Tom Schreiber. Wir hatten schon eine ganze Reihe von prominenten Leuten aus der CDU und der FDP zu Gast. Und so ist es auch vollkommen legitim, wenn wir heute mal eine Veranstaltung mit den Freien Wählern machen, die ja immerhin schon in 3 Parlamenten in Deutschland vertreten sind, in Bayern die Regierung mitstellen und hier in Berlin nach aktuellen Umfragen bei 4% sind, also sprich kurz vor dem Einzug stehen. Die Tendenz geht nach oben, wir dürfen da also guten Mutes sein, dass es Rot-Rot-Grün schwerer haben wird künftig in dieser Stadt und das tut gut dieser Stadt. Ich freue mich, dass zu diesem Anlass heute Sie alle gekommen sind. Besonders freue ich mich auch, dass einige Prominente gekommen sind. An erster Stelle mein ehemaliger Fraktionskollege aus der BVV Pankow und späterer Bundestagsabgeordneter in Mitte, mein lieber Freund Philipp Lengsfeld. Schön, dass du gekommen bist. Ich darf des Weiteren herzlich begrüßen von den Freien Wählern an allererster Stelle den hiesigen Direktkandidaten für den Bundestag, Ilja Martin, der noch wartet auf das Testergebnis, aber gleich, wie ich hörte, bereitstehen wird und dieses wunderbare Buch zu kaufen, Sanierungsfall Berlin, was Sie mit Sicherheit auch signieren lassen können von Marcel Luther, genauso wie mit Sicherheit auch Thilo Sarrazin Bücher signieren wird. Er hat ja auch schon einige signiert. Unter den Gästen, um es fortzuführen, begrüße ich auch sehr herzlich Dirk Steffel, Spitzenkandidat der Freien Wähler in Reinickendorf, dort auch nach wie vor Bezirksverordneter. Und ich, Frau Flader, nicht? Und ich freue mich sehr, Frau Stadträtin Flader aus Treptow-Köpenick begrüßen zu dürfen. Spitzenkandidaten dort für die Freien Wähler. Ich freue mich des Weiteren, dass auch die Presse sehr reichhaltig vertreten ist mit verschiedenen Vertretern vom Tagesspiegel, Berliner Zeitung, Tichy, Junge Freiheit und verschiedene andere noch. Herzlich willkommen. Es wird auch einen Zusammenschnitt geben, den Sie dann später sehen können bei reitschuster.de. Das soll es auch schon an meiner Stelle gewesen sein. Freuen Sie sich mit mir auf einen spannenden Vortrag von Thilo Sarrazin. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
Ja, Herr, vielen Dank, Herr Friedrich, für diese freundliche Begrüßung. Ich stehe ja jetzt zum ersten Mal seit dem 1. Mai der 2009, also doch schon seit geraumer Zeit, wieder in einer quasi politischen Funktion auf einer Bühne im Rahmen der Berliner Landespolitik. Als vor einigen Wochen von Ihnen die Anfrage kam, ob ich das Buch von Marcel Luthe, der Sanierungsfall Berlin, da vorstellen würde, habe ich zunächst gezögert. Denn seit dem Ende meiner Amtszeit als der Berliner Finanzsenator seit Mai 2009 hatte ich nämlich zur der Berliner Landespolitik weitgehend geschwiegen, denn niemand schätzt wirklich Ratschläge von ausgeschiedenen der Politikern. Das ist mir selber ja auch so früher gegangen. Und ich fand, dass es auch außerhalb der Landespolitik genügend Themen gab, über die ich reden und schreiben konnte. Das ist mir ja dann auch gelungen. Allerdings hat mich dann die Lektüre des Buches umgestimmt. Hier schreibt jemand über Berlin, der eine Generation jünger ist als ich, und er schreibt mit Herzblut. Der Marcel Luthe, das habe ich dann nachgelesen, stammt wie ich aus dem westfälischen Teil der Ruhrgebiets. Ich bin aus Recklinghausen und er, wenn ich es richtig erinnere, ist da aus Bottrop. Und es hat ihn, wie auch mich und wie viele Westfalen im Laufe der letzten 150 Jahre am Ende dann nach Berlin verschlagen. Und wie viele Zugereiste lieben wir Berlin. Aber wir wissen auch, diese Stadt ist nicht der Nabel der Welt, auch wenn viele Berliner das glauben. Und die Berliner Landespolitik bleibt seit vielen Jahrzehnten in verheerender Weise unter ihren Möglichkeiten. Das galt übrigens für den westlichen Teil der Stadt bereits lange vor dem Mauerfall und es begann bereits schleichend in den 60er Jahren. Damals gewöhnte man sich im Westen Berlins den Denkstil an, dass man als Bollwerk der freien Westens quasi einen Unterhaltsanspruch an den Rest der Welt hat und dass der schiere Zustand und nicht die eigene Leistung oder gar Anstrengung als Anspruchsgrundlage zählt. Darüber könnte ich jetzt ein soziologisches Seminar abhalten. Dazu gehörte auch eine gewisse Blindheit für die eigenen Mängel und ihre Ursachen. Dazu gehörte und gehört, muss ich sagen. In der Politik führt das schnell zu dem Phänomen, dass man im Blick auf das Gebiet der eigenen Verantwortung die Augen ein wenig zukneift und die Dinge schöner sieht, als sie wirklich sind. Manche Dinge will man auch gar nicht sehen. Und wenn jemand der zuständigen Politiker die Binde vor die Augen reißt und quasi mit Gewalt seinen Kopf in die richtige Blickrichtung dreht, dann setzt das oft bei den Betroffenen ein gewaltiges Sträuben ein. Und am Ende ist er darüber empört, dass er sich für die Zustände und für Entwicklungen rechtfertigen soll, deren Existenz er doch am liebsten verneinen würde. Das habe ich in der Berliner Politik als Finanzsenator häufig erlebt. Bei meinen Bemühungen, den Ursachen der Berliner Finanzmisere auf die Spur zu kommen und diese Ursachen dann auch in der Tat wirksam zu beseitigen, habe ich immer wieder gemerkt, den Unwillen der Betroffenen und Beteiligten, sich den Themen und den Problemen überhaupt zu widmen. Wo ich Erfolg hatte, ging dies häufig nicht ohne Geschrei und ein paar Scherben ab. Am Ende hatte ich zum Glück Erfolg, denn nach 7 Jahren war ein jährliches Haushaltsdefizit von mehr als 5 Milliarden Euro verschwunden. Die Wohnungsbaugesellschaften und die städtischen Versorgungsunternehmen waren dauerhaft saniert.
und die einst insolvenzgefährdete Berliner Bankgesellschaft war für einen Fantasiepreis von 5,2 Milliarden Euro verkauft worden. Natürlich ist das Instrumentarium eines der Finanzsenators und eines Abgeordneten ganz unterschiedlich. Für beide aber gilt, wenn man den Mängeln auf die Spur kommen will und diese Mängel offenlegen will, dann geht es nicht ohne persönlichen Kampfgeist. Es geht nicht ohne den Einsatz erheblicher Mengen an der Hirnschmalz und es geht nicht ohne die Bereitschaft, sich auch notfalls unbeliebt zu machen. In den gut 7 Jahren meiner Amtszeit wackelte mein Stuhl mehrere Male sehr kräftig und ich bezog manche Abreibung von meinem damaligen Chef, dem regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. Die Feinde, die ich mir damals in der SPD machte, haben mich im Jahr 2020, ein Jahrzehnt später, mit Wonne aus der Partei ausgeschlossen. Das sei ihnen gegönnt. Das ändert aber zum Glück weder etwas an dem, was ich damals für die Sanierung der Stadt erreichen konnte, noch hat es den Absatz meiner Bücher in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, es gibt ein Leben auch jenseits der SPD. Bei Marcel Lute verzog sich eine ähnliche Entwicklung mit seiner Partei, der FDP, quasi im Zeitraffer. Wie er in seinem Buch schreibt, ist er der Meinung, dass ein gewählter Abgeordneter keinen Chef hat. Als ich das las, hatte ich gedacht, kein Wunder, dass er jetzt bei den Freien Wählern ist. So hat er sich ja auch verhalten, als ob er keinen Chef hätte, wie ein selbstständiger Unternehmer in Sachen Politik. Das Tempo, das er vorlegte und die Härte, mit der er dabei vorging, war für den kleinen Konzern, dem er damals angehörte, nämlich der Berliner FDP, offenbar zu viel. Man hatte sich wohl eher die Figur eines der disziplinierten, aber doch weisungsabhängigen Abteilungsleiters als Abgeordneten vorgestellt, der sich den Konzernvorgaben fügt. Das war mit dem unabhängigen Abgeordneten Marcel Lute nicht zu machen. Und so trennten sich im vergangenen Jahr seine Wege und die der FDP. Vielleicht kehrt er ja mit den der Freien Wählern ins Abgeordnetenhaus zurück. Das wird man sehen und ich würde es ihm wünschen. Als Abgeordneter nahm Marcel Lute seine Aufgabe, die Exekutive zu beaufsichtigen, offenbar 5 Jahre lang sehr ernst. Das parlamentarische Fragerecht gestaltete er durch die gründliche und methodische Art, mit der er dieses Recht wahrnahm, zu einer scharfen Waffe. Er deckte teils abstruse, teils der bestürzende Mängel auf. Und häufig standen die Senatoren und der Staatssekretäre, die er befragte, argumentativ gesehen geradezu nackt vor den Abgeordneten. Das waren dann immer wieder Sternstunden im Parlament. Aber sie waren natürlich auch frustrierend, denn exekutive Macht ist aus dem Parlament heraus nicht ohne weiteres auszuhebeln und durch einen einzelnen Abgeordneten schon gar nicht. Nach der Marcel Lute hat in seinem Buch seine Erkenntnisse und Erlebnisse und Erfahrungen in 20 Kapiteln gebündelt. Wer sie im Zusammenhang liest, ist zutiefst erschrocken. Um das Erschrecken zu mindern, ist es deshalb gut zu wissen, dass eine öffentliche Verwaltung, auch jene der Stadt Berlin, weitgehend im Eigenlauf funktioniert. Das heißt, völlig unabhängig von der Qualität der Politik. Mehr oder weniger gut ausgebildete, teils der fleißiger, teils faule Abgeordnete und Angestellte nehmen ihre Aufgaben mehr oder weniger motiviert nach der Maßgabe geltender Gesetze und Verwaltungsvorschriften wahr, die mal mehr und mal weniger unvernünftig sind und meist auch schlichtweg widersprüchlich sind. Über allem präsidiert eine stattliche Heerschar von Amtsleitern, Abteilungsleitern, Bezirksstadträten, Bezirksbürgermeistern, Staatssekretären und Senatoren. Davon wiederum
werden zu viele in ihre Ämter nicht nach Fähigkeit und Leistung, sondern nach machtpolitischen Gesichtspunkten und nach dem Parteiproporz, nach dem innerparteilichen Parteiproporz oder überhaupt nach dem Parteiproporz gesetzt. Auf die gesamte der Trägerapparatur versuchen die politischen Parteien über das Parlament und die von ihm gewählte Stadts- oder Bezirksregierung Einfluss zu nehmen. Dieses System hat auch eine positive Seite, denn es bedarf ganz ungewöhnlicher Energie, damit ein Amtsträger, sei er Senator oder Bezirksstadtrat, überhaupt auf die Verhältnisse in seinem Zuständigkeitsbereich irgendeinen maßgeblichen Einfluss gewinnen kann. Und je nach der Art des Einflusses, den er gewinnen möchte, ist dies oft auch positiv zu werten. Ja, deshalb ändert sich mit jedem Ämterwechsel, das glauben Sie mir als altem erfahrenen Beamten, tatsächlich viel weniger, als man glaubt. Aber ob das Land und die Exekutive dabei überhaupt in die richtige Richtung gehen, bleibt eben auch oft offen und fragwürdig. Jetzt zum Buch. Zu Beginn des Buches stellt uns Luthe seine Sicht auf die Instrumente, Möglichkeiten und Aufgaben eines Abgeordneten vor. Das ist klarsichtig und sympathisch. Aber es wird auch deutlich, welche der Konfliktpotenziale hier angelegt sind. Das hat Luthe ja am eigenen Leib erfahren. In Kapitel 2 blickt Luthe dann auf die Geschichte und auf die Wirkungen des Berliner Bankenskandals zurück. Hier muss ich ihm ein wenig widersprechen. Denn die Bankgesellschaft, lieber Herr Luthe, ging niemals pleite. Davor, denn sie wurde ja vor der Insolvenz durch eine Landesbürgschaft von 21,3 Milliarden Euro gerettet. Und diese Rettung kostete auch das Land kein Geld. Ganz im Gegenteil, die sanierte Bank wurde im Jahr 2007 für sage und schreibe 5,3 Milliarden Euro an den Sparkassen und Giroverband verkauft. Als ich der Finanzsenator wurde, gehörte es zu meinen ersten Amtshandlungen in Abstimmung mit dem regierenden Bürgermeister, den damaligen Präsidenten des Sparkassenverbandes Hoppenstedt in Hannover aufzusuchen und ihm die Bank für einen Euro anzubieten. Er lehnte ab und sagte, das könne er seinen Sparkassen nicht zumuten. Umso erfreulicher war es dann, als sein Nachfolger 7 Jahre später die Bank für 5,3 Milliarden kaufte, obwohl sie, jetzt sage ich Ihnen ein ehemaliges Betriebsgeheimnis, nach unseren Wertberechnungen allenfalls 1,8 Milliarden Euro wert waren. Also auch in Berlin macht man ab und zu gute Geschäfte. Das Land jedenfalls macht in diesem Fall ein glänzendes Geschäft. Und deshalb gilt leider auch, Herr Luthe, dass die Haushaltsnotlage des Landes ganz unabhängig von der Bankgesellschaft war. Das war so ein typischer Berliner Selbstbetrug. Nur weil die Bank in der Schieflage ist, müssen wir anderswo sparen. Nein, das war falsch. Denn im Jahr 2002, in meinem ersten Amtsjahr, übernahm ich einen Landeshaushalt, in dem die Ausgaben sage und schreibe um ein Drittel höher als die Einnahmen waren. Und allgemeine Empörung wallte in Berlin auf, als ich sagte, Berlin habe kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Denn es erforderte nur relativ einfache mathematische Kenntnisse, um die Ausgaben in Berlin durch die Zahl der Bevölkerung zu teilen und um die Einnahmen in Berlin durch die Zahl der Bevölkerung umzuteilen und festzustellen, dass kein anderes Land, kein einziger Stadtstaat, der so hohe Einnahmen hatte pro Kopf wie Berlin. Letztlich waren es also das Ausgabenthema. Und das Ausgabenthema war der Erfolg verfehlter Politik, die damals viele Jahrzehnte alt war und auf praktisch allen Gebieten, die man sich denken kann, dazu Mehrausgaben gegenüber anderen Ländern und Gemeinden führte.
In Kapitel 3 beschreibt dann Herr Luthe, und hier findet er meine volle Zustimmung, wie die Bildungsverwaltung der Wirkungen ihrer verfehlten Bildungspolitik in ihren Anfragen, in ihren Antworten auf parlamentarische Anfragen stets beschönigte und sich immer da, wo es interessant wurde und vorhandene Mängel hätten offengelegt werden können, in Ausflüchte flüchtete. Er weist zu Recht darauf hin, dass die Schlechtleistung der Berliner der Schulpolitik seit vielen Jahrzehnten belegt ist. Und es tut mir leid, es geschah immer unter sozialdemokratischen Bildungsministern. Berlin trägt in allen Bildungsvergleichen seit vielen Jahrzehnten die rote Laterne. Eine Legende war übrigens schon zu meiner Zeit, also in den Jahren 2002 bis 2009, die der Schutzbehauptung, also katastrophale Bildungsleistung und das schlechte Niveau an den Berliner Schulen habe irgendetwas zu tun mit der Ausstattung mit Geld oder Lehrern. Ganz im Gegenteil, in den Ausgaben pro Schüler lag Berlin zu meiner Zeit zumindest bundesweit immer an der Spitze. Das heißt, nirgendwo waren die Ausgaben pro Schüler so hoch wie in Berlin. Und durch sogenannte Reformen wurde die Berliner Bildung, und das galt übrigens auch für die Ausstattung mit Lehrern, nirgendwo war das Verhältnis von Schülern zu Lehrern so, also zahlenmäßig gesehen, da so günstig wie in Berlin. Dadurch sogenannte Reformen wurde das Berliner Bildungsniveau in den letzten 20 Jahren immer weiter nach unten gewirtschaftet. Tüchtige junge Lehrer fliehen Berlin, ausgebildete Lehrer sind Mangelware, mehr und mehr werden die Kinder Fachfremden anvertraut. Ich wollte es nicht glauben, als ich im Tagesspiegel was, glaube ich, las, dass bei den Neueinstellungen für die Grundschulen mittlerweile 40% keine ausgebildeten Lehrer sind. Dass natürlich die besten Lehrer Berlin verlassen, weil sie hier nicht verbeamtet werden, kommt hinzu. Berlin hat nicht nur wenig Lehrer, es steht vermutlich auch der schlechteren Lehrer ein, die dann wiederum dann im Haushalt für die nächsten 40 Jahre auf der Tasche liegen. Den großen Bildungsskandal der Berliner Landespolitik hätten Sie, Herr Luthe, ruhig noch ein bisschen ausführlicher darstellen können, aber da hoffe ich auf Ihre mündlichen Anfragen im neuen Abgeordnetenhaus und das darauf aufbauende, in einigen Jahren sicherlich zu erwartende weitere Buch. Amüsant und bestürzend sind der Luthes Beschreibungen über das Ausbruchsgeschehen in Berliner Gefängnissen und der geschlossenen Abteilungen von Krankenhäusern. Ein der grüner Justizsenator scheint hier als Chef der Verwaltung tatsächlich seinen anarchistischen Träumen nachzuhängen. Absurditäten, das müssen Sie aber lesen. Es ist teilweise so, dass man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Und wenn ich nicht wüsste, wie zuverlässig Herr Luthe ist, würde ich manches einfach nicht glauben wollen. Absurditäten schildert Luthe auch zur rot-grünen Verkehrspolitik. In einer Stadt, die eigentlich an der Straßenraum keinen Mangel ist, in dem die Autodichte in den letzten 20 Jahren auch praktisch nicht gestiegen ist und die früher bundesweit dafür bekannt war, dass sie relativ wenig Stau hatte, wird der Stau mittlerweile zur Dauererscheinung, weil er durch die Verkehrspolitik der Stadt künstlich produziert wird. Dass damit auch die Feinstaubbelastung in der Stadt künstlich verkehrspolitisch gesteigert wird, kommt hinzu. Die Zahl, dass also in Berlin insgesamt 200.000 Parkplätze da geopfert wurden, kann ich jetzt nicht überprüfen, Herr Luthe, aber sie passt ins Bild. Da bestürzend sind die von Luthe geschilderten Erfahrungen bei der vielen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr und die mit diesen Einsätzen verbundenen häufigen tätlichen Eingriffe aus bestimmten Gruppen der Bevölkerung. Und bestürzend ist, wie schwächlich die Politik darauf reagiert.
Die, mir scheint es so, dass die der Sympathisanten von Gewalt gegen die Polizei hier und da durchaus auch in die Reihen der gegenwärtigen Regierungsparteien reichen. Ausweis der schlechter Führung und der schlechter Stimmung unter den Bediensteten sind die hohen Krankenstände bei Polizei und Feuerwehr, die Sie erwähnen, die es allerdings auch schon zu meiner Zeit gab, wenn auch nicht in diesem Umfang. Viele Jahre wurde das Problem organisierter Kriminalität, vor allen Dingen in Verbindung mit der arabischen und der türkischen Großfamilien, in der Berliner Innenpolitik systematisch verdrängt und kleingeredet. Das hatte auch ideologische Gründe. Heute ist es ein bisschen anders, aber es ist ja in vieler Hinsicht auch fast zu spät. Das alles, dies Verdrängen und Verschweigen, war schon zu meiner Zeit Teil der grundsätzlichen Kultur in der Berliner Polizei. Ich kann ergänzend berichten, dass in meinen 7 Jahren und 4 Monaten als Berliner Finanzsenator nahm ich ja an endlos vielen Senatssitzungen, SPD-Senatsvorgesprächen, Sitzungen des SPD-Landesvorstandes, Sitzungen der SPD-Fraktion, von Arbeitsgruppen und so weiter teil. Ich kann mich an keine einzige Gelegenheit erinnern, wo man in all diesen Gremien wirklich mal über Fragen von der Zuwanderung und von Integration, über die Zusammenhänge der schlechten Bildungsleistung vieler Schüler und über die überdurchschnittliche der Kriminalität in bestimmten ethnischen und der kulturellen Gruppen gesprochen hätte. Das war einfach kein Thema. Weder im Senat noch in den Gesprächen innerhalb der SPD-Führung. Und der Waldschrat im Süden von Berlin, namens Dr. Heinz Buschkowski, der Begriff Waldschrat ist nicht von mir, den zitiere ich nur, wurde von führenden Politikern wie Klaus Wowereit und Michael Müller einfach nicht ernst genommen. Also der Buschkowski kam zu Ehren, als ich zum Bösewicht wurde und man plötzlich einen guten Integrationskritiker brauchte. Da ist seine Stunde geschlagen und dafür hat er mir auch seine persönliche Dankbarkeit ausgedrückt. Denn ich persönlich habe mich immer informiert, indem ich ihn einfach besuchte und wir setzten uns zusammen und er hat mir die Dinge erzählt, bei denen anderswo keiner zuhören wollte, jedenfalls nicht in der Berliner Landespolitik. Lesenswert sind auch Luthes Ausführungen zum Thema der Vetternwirtschaft im Sozialbereich. Mir ist es ja in meiner Zeit als Berliner Senator nie gelungen, in die schier unüberschaubare Zahl der freier Träger in Berlin, die auf unterschiedlichsten Gebieten ganz unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen, auch nur halbwegs eine geistige Ordnung zu bringen. Daran bin ich in meinen 7,5 Jahren offen gestanden weitgehend gescheitert. Bis zu welchem Grade diese der freien Träger tatsächlich sozialen Zielen dienen und bis zu welchem Grade sie einfach ein Weg ist, Staatsgeld abzugreifen, das konnte ich nie wirklich eruieren. Der Skandal der sogenannte Treberhilfe fiel ja auch nur deshalb auf, weil der damalige Chef, der große Gönner der Obdachlosen, nicht bescheiden einen unauffälligen Audi A6 als Dienstwagen fuhr, sondern es musste ein Maserati sein. Das entdeckte eine Zeitung, ich weiß nicht welche es war, und mit einem einfachen Dienstwagen hätte seine Organisation auch noch lange unerkannt so weiterwirtschaften können. Nach der Lute spricht auch die oft
unerträglich langen Verfahrensdauern bei der Straf- und Zivilprozessen in Berlin an und er zeigt, was es menschlich und finanziell für die Betroffenen bedeuten kann. Da merkt man eben auch die Aufgabe des Abgeordneten, sich nicht nur mit dem Allgemeinen zu befassen, sondern eben auch mit dem Einzelfall, mit den Menschen, die keinen Rat mehr wissen und dann eben einen Abgeordneten aufsuchen, den sie kennen, in der Hoffnung, dass ihnen dort geholfen wird. Und es ist dann umso skandalöser, wenn in Berlin, auch dazu beschreibt er ja Fälle, aus rein politischen Gründen bestimmte Ermittlungsverfahren betrieben werden, die viel Personal, Polizei und Staatsanwälte binden, obwohl sie erkennbar überhaupt keine Erfolgsaussichten haben. Ich selber habe ja auch in der Hinsicht in Berlin einige Erfahrungen gemacht. Ich meine allerdings im Gegensatz zu Lute, dass es durchaus machbar sein sollte, auch bei Staatsanwaltschaften und in Gerichten mehr betriebswirtschaftliches Denken und entsprechende Abläufe zu verankern. Auch ein Jurist muss irgendwo ein bisschen wirtschaftlich denken und nicht jeder Streit um die Danebenkostenabrechnung, nicht jeder Zivilrechtsstreit um der Kleinigkeiten kann die gleiche Aufmerksamkeit beanspruchen wie wirkliche nach der großen kriminelle Taten. Man kann nicht alles voll ausermitteln und durchverhandeln. Meine damalige der Senatorin, nach der Senatskollegin im Amt des Justizsenators, Karin Schubert, versuchte mich zu überzeugen mit der Statistik, Zahl der bei den Gerichten anhängigen Verfahren pro Jahr in Berlin und im Land Baden-Württemberg. Ich habe dann diese Zahlen näher prüfen lassen. In Berlin lag der Anteil der Mietrechtsstreitigkeiten an den Zivilprozessen damals bei 60%, während es in Baden-Württemberg großenteils wirkliche Wirtschaftsprozesse waren. Man hat also Äpfel mit Birnen verglichen. Auch das sind Dinge, die man sich dann mal näher anschauen muss. Nach der Lute widmet dann im Rahmen der kritischen Aufarbeitung des Umgangs der Berliner Politik mit unangenehmen Sachverhalten sich näher den Ursachen und den Folgen des Anschlags auf dem Breitscheidplatz. Und von daher ausgehend setzt er sich dann der kritisch mit den Mängeln der Polizei und der Justiz auch bei anderen Straftaten um. Bei Sexualstraftaten zum Beispiel, welche Kinder und Minderjährige betreffen. Es ist ein Hohn, wenn hier Gewalttäter, die an sich hinter Gittern gehörten, weil sie solche Taten begangen haben, dann im offenen Vollzug landen. Wie es der Lute schildert, oder überhaupt längere Zeit frei herumlaufen, ehe sie ihre Gefängnisstrafe antreten. Ein Dauerbrenner wird auch von Marcel Lute beschrieben. Das sind die der krankheitsbedingten Ausfälle im Personal des öffentlichen Dienstes in Berlin. Meine persönliche Erfahrung ist hier, dass dies auch viel zu tun hatte mit der Art, wie Verwaltungen geführt werden. Also das heißt, Krankheitsstände sind nicht nur Angelegenheit derer, die jetzt mal zufällig krank sind, sondern sie sind Angelegenheiten der ganzen Organisation und insbesondere ihrer Chefs. Jedenfalls hatte die Finanz- und der Steuerverwaltung, das kann ich sagen, in meinen 7 Jahren als Finanzsenator zumeist den niedrigsten Krankenstand im ganzen Land Berlin. Lute hat dann noch längere Ausführungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, denn das ist ja ein Thema, welches kontinuierlich weiter fließt. Am Ende seines Buches wird der Marcel Lute, fand ich fast erstaunlich, in seinem Ton direkt versöhnlich. Er nennt Berlin zwar einen Sanierungsfall, den Totenschein stellt er der Stadt aber
noch nicht aus. Ich bin auch selbstverständlich davon überzeugt, dass Berlin die Kritik von Menschen wie der Marcel Lute oder vor 10, 15 Jahren von mir und dann nicht nur dringend braucht, sondern dass solche Kritik auch helfen kann. Die Berliner Politik braucht nicht nur mehr der Selbstkritik, sie muss auch viel schärfer von außen kritisiert und mit den eigenen Mängeln systematisch konfrontiert werden. Vielleicht bewirkt das ja doch Einsicht und in der Folge auch Besserung. Man darf hier die Hoffnung nie aufgeben. Und vielleicht bringt ja auch der natürliche, der demokratische Wechsel hier den ein oder anderen neuen Impuls. Jedenfalls wünsche ich Ihnen, der lieber Herr Lute, dass Sie in der 12 Tagen bei der Abgeordnetenhauswahl dann erneut Gelegenheit bekommen, der 5 Jahre lang den Berliner Senat mit ihren kritischen Anfragen auf die Nerven zu gehen. Also viel Erfolg. Danke. Ja, vielen Dank für Ihren exzellenten Ausführungen, lieber Herr Dr. Sarrazin. Ich übergebe sofort das Wort an Marcel Lute. Ja, ich bin noch, wie soll ich sagen, ganz mitgenommen davon, so viel Positives über meine Arbeit zu hören. Das habe ich in der Tat in eigenen Reihen über einige Jahre nicht so erfahren dürfen. Ganz herzlichen Dank dafür. Sanierungsfall Berlin. Man kann natürlich einen Sanierungsfall in der Tat als ein Scheitern betrachten, von der Begrifflichkeit her. Ich habe am Anfang auch mit dem Verlag viel darüber diskutiert, ob denn dieser Titel tatsächlich der richtige wäre oder ob man das missverstehen kann, was ich meine. Wenn man über das Wort nachdenkt, auch über das darin steckende Sanus, die Gesundheit, dann ist es in der Tat so, dass es ein positiver Begriff ist, letztlich. Da ist etwas zu retten, da ist etwas zu sanieren. Wir können das verbessern, wir können es gesund machen, wir können etwas für diese Stadt tun. Vorausgesetzt, dass wir bereit sind, zunächst mal anzuerkennen, dass es sich um einen solchen Sanierungsfall handelt. Dass Berlin Probleme hat, die benannt werden müssen, die analysiert werden müssen und die danach angegangen werden müssen. Wir erleben im Moment das genaue Gegenteil. Die letzten 5 Jahre jedenfalls, aber auch die 5 davor im Übrigen, war die Politik in dieser Stadt damit so beschäftigt, zu leugnen, dass es ein Problem gibt. Es funktioniert alles wunderbar. Wir haben keine Straftaten an den Schulen, wir haben kein Mobbing, wir haben kein Problem mit Kriminalität, jedenfalls nicht so wirklich. Es gibt natürlich auch keine organisierte Kriminalität in Berlin. Das Thema Korruption findet in dieser Stadt nicht statt. All das sind keine Probleme. Unsere Bauten, naja, gut, also sind vielleicht nicht mehr in dem Zustand, in dem sie mal waren, aber ja auch noch in Ordnung. Und so weiter und so fort. Mit all diesen Märchenerzählungen bin ich 2016 in dieses Parlament gewählt worden und habe in meinem Eingangskapitel ja entsprechend in der Tat beschrieben, was für Instrumente wir Abgeordnete dann haben, womit wir, im Moment ich alleine, zukünftig, so Sie alle uns unterstützen mit einer Freien Wählerfraktion, wie wir in der Lage sein werden, in all diese Themen hineinzugehen. Wir können Fragen stellen. Das ist die Kernaufgabe des Abgeordneten, Fragen zu stellen, Sachverhalte aufzuklären und zu hinterfragen. Und wenn man das dann macht, dann kommt Erstaunliches heraus. Ein Beispiel, die Straftaten an Schulen oder eben halt auch im Übrigen an Kindertagesstätten. Wir haben jetzt gerade die Situation, der Bezug auch zu AWO, zu den Verbänden ist ja gerade da, der Kindertagesstätte in Spandau, in der Kinder missbraucht wurden. Sie wurden anvertraut einer öffentlichen Einrichtung, die wir massiv finanziell fördern, in der Erwartung, dass ein Kind da sicher ist, dass es so aufwachsen kann, dass es erstens selbst glücklich ist, dass wir dieses Individuum schützen, dass wir dafür sorgen, dass seine Würde unantastbar ist und auf der anderen Seite auch, dass es zu einem vollwertigen Mitglied unserer Gesellschaft werden kann, indem es lernt, dass man keine Straftaten begeht und einem anderer auch einem keine Straftaten antun darf, dass man gehört wird, dass man wahrgenommen wird, dass die Opfer eine Stimme haben. Das ist der Anspruch, den wir damit verfolgen, dass wir solche Einrichtungen beauftragen. Die Realität ist eine andere.
Immer wieder gibt es bedauerliche Einzelfälle, die irgendwo ans Tageslicht kommen. In der Regel sind solche Organisationen bemüht, zu verhindern, dass über diese Fälle gesprochen wird, dass die Einzelfälle bekannt werden und sich herausstellt, dass es eben nicht, wir sprachen über die Ausbrüche auch aus geschlossenen Psychiatrien, dass es eben halt nicht ein Einzelfall ist, von dem ich höre, sondern 2, 3, 4, 5 innerhalb eines Polizeiabschnitts in einer Woche. Es sind keine Einzelfälle, wenn man anfängt, die Zusammenhänge zu sehen, wenn wir uns die Informationen besorgen und sie ein bisschen in Relation bringen. Genau das habe ich versucht, in meinem Buch entsprechend darzustellen. Genau dieses deutlich zu machen, dass es eben halt nicht einzelne Probleme sind, sondern ein Gesamtproblem, das wir angehen müssen. Und dieses Gesamtproblem ist das Fehlen von Informationen in der öffentlichen Debatte. Die Tatsache, dass wir über Glauben sprechen, dass wir Politik mit Ideologie betreiben und nicht mit Vernunft. Dass es nicht darum geht, dafür zu sorgen, dass eine Stadt funktioniert, dass sie tatsächlich das bietet, was erstmal ein Staatswesen überhaupt zu bieten hat, nämlich Sicherheit für seine Bürger, die sie nutzen können, um in Freiheit sich selbst zu entwickeln. Sondern wir uns eben halt viel mehr mit Fragen beschäftigen, wie denn das Essen in der Kita ausgestaltet werden soll und ob man denn noch Fleisch essen darf und wenn ja, welches. Und nicht so sehr mit der Frage, ob das Kind denn sicher ist. Das ist doch die Realität in dieser Stadt. Wir beschäftigen uns mit Petitessen und die großen Themen werden vergessen. Sie werden einfach überlagert. Auch das Thema der sogenannten organisierten Kriminalität versus der Clan-Kriminalität. Ich habe 2017 feststellen müssen, dass Berlin als einziges deutsches Bundesland kein eigenes Lagebild organisierter Kriminalität hat. Als einziges nicht. Das ist insoweit merkwürdig, als dass eigentlich alle Bundesländer ein solches Lagebild hatten. Wie sich dann auf Nachfrage herausstellte, ist dieses Lagebild im Jahr 2014 unter CDU-Senatoren abgeschafft worden. Die CDU, die gewählt wurde, um für Sicherheit zu sorgen, die auch jetzt wieder vollmundig auf Plakaten mehr Sicherheit verspricht, hat, nachdem sie den Justiz- und den Innensenator stellte, erklärt, dass wir so ein Lagebild, also einen Überblick über die organisierte Kriminalität, und da rede ich nicht von sogenannten arabischen Großfamilien, sondern ich rede von der Mafia, der Camorra, der Ndrangheta, den Worri, dass all diese in Berlin plötzlich nicht mehr stattfanden. Warum nicht? Naja, wir haben ja kein Lagebild mehr, wir haben keine Zahlen mehr, wir haben kein Material, wir müssen uns also nicht mehr damit beschäftigen, wie organisierte Kriminalität arbeitet. Dass sie als Ziel, so die Definition, hat, Verwaltung, Politik, Medien und Wirtschaft unerkannt zu unterwandern, nicht stattzufinden, nicht mehr thematisiert zu werden. Wenn Sie alle zurückdenken, vor einigen Jahren noch, hatten wir auch in den Medien immer wieder erstens Nachrichtenberichte über das Handeln dieser klassischen Strukturen der organisierten Kriminalität. Man hat sich in Filmen damit auseinandergesetzt. Denken Sie an den Schattenmann zum Beispiel in den 90ern. Und irgendwann ist all das verschwunden. Es fand nicht mehr statt. Es wurde zugedeckt. Jetzt reden wir noch ganz intensiv über sowas wie einen Goldmünzenraub. Kulturhistorisch ausgesprochen bedauerlich, aber mit einem Schaden von 5 Millionen Euro relativ übersichtlich. Wenn ich mir nämlich auf der anderen Seite anschaue, dass wir zum Beispiel hingehen und eine Senatsverwaltung für Justiz, sogenannte Masken, einfache Stoffmasken damals, für 30 Euro pro Stück kauft. 30 Euro pro Stück. Insgesamt für eine 250 Millionen im Land Berlin bisher. Ich hatte mich ganz, ganz intensiv auch mit diesen Anfragen beschäftigt und nachgefragt, ob denn andere Angebote vorlagen. Antwort zunächst, nein, keine anderen Angebote. Dann meldeten sich die Menschen bei mir und ich erfuhr, wer alles Angebote gemacht hatte und wo die finanziell lagen. Und es stellte sich so relativ schnell heraus, dass wir zum Dreifachen des Preises, zu dem wir hätten kaufen können, gekauft haben. Wir reden also von einem Vermögensschaden alleine dort von 170 Millionen Euro. Und zwar durch, einen kleinen Fehler beim Einkauf. Eine einfache Unterschrift. 170 versus 5 Millionen. Wir müssen über die 5 Millionen sprechen. Aber dass wir über die 170 nicht sprechen, halte ich für einen Skandal. Es gibt in allen Politikbereichen so vieles, was wir in dieser Stadt ansprechen müssen, worüber wir offen und vorurteilsfrei reden müssen. Vorurteilsfrei in die eine wie in die andere Richtung. Nüchtern, und ich denke, diese Sicht eint uns,
nüchtern Zahlen zu betrachten. Tatsächlich eben halt nicht sofort aufgeregt hochzuspringen und zu sagen, toll, das machen wir jetzt, wenn einem eine Zahl präsentiert wird, sondern wie Sie es gerade in Bezug auf die Zivilprozesse sagten, mal zu hinterfragen, wie denn eigentlich diese Zahl zustande gekommen ist, wie uns da gerade präsentiert wird. Wer die erhoben hat, ob denn tatsächlich diese beiden Zahlen miteinander vergleichbar sind oder wir sie nicht viel mehr standardisieren müssen, feststellen müssen, ach, eigentlich sind sie ja gar nicht vergleichbar, wenn man genau hinguckt. Und genau darum geht es. Ich glaube, dass das die zentrale Aufgabe ist, die Politik leisten muss, die Abgeordnete leisten müssen in ihrem Auftrag als Souverän. Wir müssen genau hingucken. Der Bürger hat nicht die Zeit dafür und es ist auch nicht seine Aufgabe. Die Aufgabe des Bürgers ist es, alle paar Jahre zumindest, ungeachtet dessen, dass man idealerweise die weitere Entwicklung auch verfolgt, aber alle paar Jahre Menschen auszusuchen, die in seinem Auftrag für ihn darauf achten, wie sich dieser Staat entwickelt und was mit seinem Geld, denn der Staat hat bekanntermaßen kein eigenes, es ist das Geld des Steuerzahlers, des Souveräns, was mit seinem Geld passiert. Und ob tatsächlich dieses Land sich in eine Richtung entwickelt, die wir wollen, für uns, für unsere Kinder, für die Generationen danach. Und genau diese Entscheidung wird jetzt wieder am 26.09. getroffen werden. Und ich freue mich sehr, und das haben wir ja gerade erst in den jüngsten Zahlen bestätigt gefunden, dass anscheinend der Kurs der Vernunft, den wir als Freie Wähler vor uns hertragen, den Versuch, und ganz ideologiefrei kann man nie sein, aber den Versuch zumindest, Sachverhalte nüchtern zu betrachten, vorurteilsfrei, ohne Schaum vor dem Mund, und dann daraus miteinander streitend, nach innen wie nach außen, im Wettbewerb dahingehend, dass wir zuhören, die Argumente des anderen erwägen und uns dann eine eigene Meinung bilden, aber zumindest zuhören. Auf diese Art und Weise tatsächlich wieder eine Kultur zu schaffen, mit der es Spaß macht, dieses Land nach vorne zu bringen und bei der es auch Spaß macht, Bürger in dieser Stadt zu sein. Und Spaß, das Gefühl von Sicherheit, ist eben nichts, was wir mal auf einem Wahlplakat abbilden. Ich habe mich sehr häufig in den letzten Wochen geärgert, wenn ich an Fälle gedacht habe, die mir in den letzten 5 Jahren begegnet sind. Opfer von Gewalt und Sexualdelikten, die zu mir gekommen sind, weil sie keine andere Stelle mehr gefunden haben, die sich der jeweiligen Sache überhaupt angenommen hat, die nachgefragt hat, die irgendetwas kritisch betrachtet hat. Und dann sehe ich, dass diese SPD, die nun 5 Jahre lang durch den Innensenator die Möglichkeit hatte, diese Stadt sicherer zu machen, es nicht nur geschafft hat, dass wir den höchsten Stand an Opferdelikten im letzten Jahr hatten. Über 80.000 Berliner, die Opfer von Gewalt und Sexualdelikten geworden sind. Das ist das eine, ein völliges Versagen im Bereich der inneren Sicherheit. Sondern auf der anderen Seite sich dann diese Partei hinstellt und mit ganz sicher Berlin ein süßes kleines Herzchen formt und freundlich lächelt. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eine Verhöhnung der Opfer und es verkauft den Souverän für dumm. Ich hatte beim letzten Mal schon die Gelegenheit genutzt, die Hunderente anzusprechen, wenn sich schon ein Hund zu Wort meldet, aber an der Stelle lassen wir das mal sein. Ich verweise auf die vorherigen Ausführungen. Was wir brauchen in allen Punkten, sind objektive Informationen. Das ist unsere Aufgabe als Abgeordnete, Ihnen die zu verschaffen. Und Ihre Aufgabe als Souverän ist es, mit diesen Informationen was zu machen und nicht das zu glauben, was Ihnen propagandistisch dargestellt wird, eine Welt auf Plakaten, wie man sie gerne hätte, sondern sich tatsächlich anzuschauen, wie die Lage in dieser Stadt ist. Anzuerkennen, dass wir Probleme haben und anzuerkennen, dass wir das angehen müssen, dass wir Berlin sanieren müssen und können. Und mit Ihrer Unterstützung werden wir das auch machen ab dem 26. September. Ich freue mich sehr darauf, wenn ich weitere 5 Jahre dieser Aufgabe nachgehen darf und danke Ihnen dafür, dass Sie so aufmerksam gelauscht haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Luthe, für Ihren Ausführungen. Ich kann mich Thilo Sarrazin nur anschließen, der gerade zugeflüstert hat. Viel Glück, das wünsche ich auch. Viel Glück und viel Segen bei der Kandidatur für den Wahlkampf und für das Weiter-so, dass kritische Stimmen
auch weiterhin im Parlament gehören. Es gibt sie ja auch übrigens in den anderen Parteien. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich als CDU-Mitglied, wenn ich mit diversen Parteifreunden spreche, wird die Arbeit durchaus auch anerkannt. Nicht, das muss man auch ganz klar sagen. Und es gibt auch ein interfraktionelles Bündnis der Vernunft, wo verschiedene Abgeordnete, die sich mal was getrauen, auch gegenseitig die Wertschätzung bekunden. Nicht, es ist nicht so, dass jeder völlig alleine für sich kämpft. Gott sei Dank. Jetzt möchte ich aber das Wort Ihnen geben, wenn Sie Fragen an Herrn Dr. Sarrazin oder an Herrn Luther haben. Würde ich Sie bitten, dass Sie kurz hier vortreten, Ihren Namen sagen und in maximal 1,5, 2 Minuten, das ist dann aber auch die Obergrenze, Ihre Frage stellen und ich reiche Ihnen das Mikrofon. Wir sammeln dann, je nachdem wie der Bedarf ist, 2 oder 3 Wortmeldungen hin zu einer Antwort im Publikum. So, jetzt probiere ich dieses Mikrofon. Kommen Sie sonst einfach vor? Gibt es Wortmeldungen? Ja, kommen Sie dann vor einfach. Am besten hier in der Reihe. So, hören Sie mich? Ja, ich mache es sehr kurz. Ich habe das Buch leider noch nicht gelesen. Mich würde mal grundsätzlich interessieren, was haben Sie zu der Diese-EG zu sagen? Und warum ist ein Baustadtrat Herr Schmidt noch im Amt? Vielleicht, dass Sie kurz Ihren Namen sagen. Hallo? Ja. Okay. Und zwar, ich habe ein anderes Buch gelesen, das heißt Der Griff in die Kasse. Und da sagt der Autor, also im Buch geht es darum, dass die Abgeordneten im Abgeordnetenhaus ihre Diäten erhöht haben um 57% in dieser Legislaturperiode. Und der Autor kommt in seinem Buch zu dem Schluss, dass die Abgeordneten das nicht richtig begründet haben. Und da würde ich mir mal fragen, ob Sie da vielleicht mal eine Anfrage gestellt haben und wie denn die Begründung ist, dass man die Diäten pro Abgeordneten um 57% erhöht hat und aus dem Freizeitparlament ein Vollparlament gemacht hat, aber halt noch freizeitmäßig sozusagen arbeitet im Abgeordnetenhaus. Das würde ich mir gerne wissen. Dankeschön. Ja, vielleicht die erste Antwortrunde. Ich komme da vorne. Ich bin es so sehr gewohnt, an so einem Pult zu stehen, dann machen wir das auch weiter. Zum einen das Thema diese EG. Das ist in der Tat teilweise jedenfalls in meinem Buch behandelt. Also meines Erachtens betreten wir da wieder den Bereich, den wir vorhin hatten, die organisierte Kriminalität. Sie haben die Situation, dass ich sage mal, interessante personelle Netzwerke. Ich kann jetzt hier nicht so sehr in die Tiefe gehen, wie man das vielleicht in Hintergrundgesprächen mal machen kann. Aber dass sehr interessante personelle Netzwerke sich Gesetze schaffen, mit denen sie ganz gezielt ihren wirtschaftlichen Vorteil ausbauen können. Und dazu viele Menschen in dieser Stadt vor ihren Karren spannen, die glauben, dass sie damit tatsächlich irgendetwas Gutes erreichen. Das betrifft zum Beispiel auch die sogenannte Diese-EG. Das betrifft natürlich auch das gesamte Finanzgebaren in diesem Kontext. Es betrifft aber auch zum Beispiel solche Debatten wie den gerade laufenden sogenannten Enteignungsvolksentscheid. Sie haben an all diesen Stellen bestenfalls oberflächliche Betrachtungen von Problemen. Sie haben jemanden, der vorgibt, etwas zu tun für dieses, also beziehungsweise gegen dieses Problem zur Bekämpfung. Und wenn man dann mal kurz genau hinschaut, stellt man fest, dass die beiden Sachen doch eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Wenn Sie sagen, es gibt ein Wohnungsproblem in dieser Stadt, wenn Sie sagen, es fehlt Wohnraum, ist es so besser? Wenn Sie sagen, es fehlt Wohnraum und zu diesem Zweck wollen Sie dann die Eigentumsverhältnisse bei dem Wohnraum verändern, sodass er dann nicht mehr Person A, sondern Person B gehört, dann schaffen Sie doch damit bekanntermaßen nicht einen Quadratmeter Wohnraum mehr. Sie lösen das Problem also nicht, das Sie vorher wortreich beschrieben haben. Und insofern gibt es insgesamt gerade von den extremen politischen Kräften, die wir in dieser Stadt haben, immer wieder Bestrebungen, dem Bürger Sand in die Augen zu streuen. Und damit komme ich wieder zurück zum Anfang dessen, was ich vorhin sagte, und zum Kern meines Beitrags vorhin.
Wir müssen genau das Gegenteil schaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Souverän sieht, wie die Lage ist. Denn nur dann kann er auch demokratische Entscheidungen im eigentlichen Sinne treffen. Dann kann er informiert darüber entscheiden, wie er will, dass sich das Land entwickelt. Und nicht aufgrund von bestenfalls Halbwahrheiten, die ihm präsentiert werden. Zum Zweiten, das Buch habe ich auch gelesen. Wenn ich mich recht entsinne, Hans-Herbert von Arnim. Und da ich ja auch an diesen Debatten unmittelbar teilgenommen habe, habe ich das Buch mit großem Interesse verfolgt und weiß auch, dass ich gelegentlich geschmunzelt habe. Es gibt nun zwei Aspekte dabei. Zum einen könnte man natürlich argumentieren, dass 6.250 Euro brutto viel Geld sind. Wir könnten auch argumentieren, dass 6.250 Euro brutto wenig Geld sind. Das ist alles relativ. Es kommt eben halt darauf an, was man dafür bekommt und was man dafür erwartet. Wenn Sie sich anschauen, dass wir mit einem Haushaltsvolumen von rund 28 Milliarden Euro, da sind die ganzen Landesbeteiligungen noch nicht drin, uns gerade mal ein Parlament von 160 Menschen leisten, darin einen Hauptausschuss mit 21 Mitgliedern, der sich als Haushaltsausschuss im Wesentlichen damit beschäftigen soll, zu kontrollieren, was mit diesen 28 Milliarden passiert, dann ist das 21 Controller für 28 Milliarden erstmal relativ wenig. Wenn allerdings diese 21 Controller im Wesentlichen keine Ahnung haben, wie man überhaupt Zahlen liest, dann sind es wiederum relativ viele Leute. Wenn Sie dann einen Ausschuss zum Beispiel für Beteiligungsmanagement und Controlling haben, in dem Menschen sitzen, die teilweise wirklich gute, kritische, wirtschaftswissenschaftlich fundierte Fragen stellen oder die einfach mit dem unternehmerischen Hintergrund in der Lage sind, einen Sachverhalt zu ergründen, dann muss ich sagen, lohnt sich jeder einzelne dieser Kollegen dort. Wenn Sie aber zum Beispiel eine gelernte Kindergartenerzieherin haben, die auch dort sitzt und die andere Fragen stellt und die sich eben halt auch bei einem Wohnungsbauunternehmen nicht so sehr dafür interessiert, wie abhängig sie denn eigentlich von Kreditzinsschwankungen sind und ob wir nicht möglicherweise die nächste große Wohnungsblase in dieser Stadt gerade entstehen sehen. Und sie aber dann stattdessen nur danach fragt, ob denn eigentlich in jedem dieser Gebäude dieser Wohnungsbaugesellschaft auch Platz für eine Kita vorgesehen ist und ob das denn auch ein gemeinnütziger Träger ist und wie dann das Essen da sein wird, dann ist diese Person wieder relativ zu viel an der Stelle. Ich halte sehr viel davon, dass wir jedenfalls formal ein Vollzeitparlament geworden sind. Aber auch das kommt eben halt darauf an. Der Abgeordnete hat in der Tat keinen Chef. Artikel 38 der Verfassung von Berlin sagt, dass der Abgeordnete seinem Gewissen verpflichtet ist und nur seinem Gewissen. Auch das wieder kann relativ unverbindlich sein, wenn Sie Ihr Gewissen nicht benutzen. Und es kann relativ verbindlich sein, wenn Sie es doch tun. Dann haben Sie nämlich viel zu tun. Insofern, die reine Höhe der Entschädigung, der Umfang auch dessen, was da zeitlich gedacht ist, das ist alles mindestens richtig, ich würde sagen sogar noch deutlich zu niedrig angesetzt. Die Frage ist nur, mit welchem Personal Sie als Souverän diese Funktionen besetzen. Und dann kann es gegenwärtig durchaus sein, dass es wiederum relativ zu viel ist. Danke. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Den brauche ich nicht. Mein Name ist Carsten Stahl. Ich bin der Gründer von Bündnis Kinderschutz und Stopp-Mobbing in Deutschland. Meine Frage an Herrn Lute, an Herrn Sarrazin, an die Gesellschaft, uns alle, die hier sind, und an diese Politik ist, was muss noch geschehen, damit wir endlich anfangen, in unserem Land, in unserer Stadt, unsere Kinder zu schützen? Wie viele Kinder müssen noch Opfer von Missbrauch werden? Wie an der Kita, die ich hier unterstütze, die Eltern der betroffenen Kinder in Spandau, die sich an mich und meine Organisation wenden? Wie viele Kinder müssen sich noch an den Schulen das Leben nehmen, weil sie in den Tod gemobbt werden? Wie viel muss noch passieren, dass die Politik aus dieser Angsthaltung, aus diesem Totschweigen und Wegsehen des Versagens rauskommt, um die Zukunft unseres Landes und unserer Stadt zu schützen? Und das sind nicht Mandatsträger, sondern das sind unsere Kinder. Was muss noch passieren, dass die Angestellten der Bürger dieses Landes ihren Job machen?
Er macht seinen Job. Deshalb unterstütze ich ihn. Aber wie viel muss noch geschehen, dass die anderen Herren und Damen, die sich hinstellen, ob so oder so, endlich verstehen, dass die Sicherheit in unserem Land gefährdet ist? Und es bringt nichts, wenn man es totschweigt oder wenn man Anfragen stellt und es zur Verschlusssache erklärt wird. Verschlusssache für was? Weil es dem Ansehen des Landes Berlin schadet oder mehr den Politikern und dem Aufdecken der Missstände und des Versagens? Ich kann Ihnen nur sagen, es wird Zeit umzudenken. Berlin verdient Veränderung. Berlin verdient Menschen wie Marcel Luther und andere, die die Wahrheit aussprechen, die Missstände anpacken und die nicht nur reden, sondern handeln und die mehr drauf haben als Plakate und Posen oder das Fälschen von Lebensläufen oder das Ergaunern von Titeln, die sie nicht haben. Ich habe keine spezielle Frage. Doch, hattest du. Wie viel muss noch passieren? Da hast du recht. Der entscheidende Punkt, nochmal, und alles führt letztlich immer wieder darauf zurück, ist Information. Wenn tatsächlich die Menschen wüssten, was zum Beispiel, das ist angesprochen, Verschlusssache, was an den Schulen los ist, wenn sie wirklich wüssten, was einzelne Kinder da als Martyrium ertragen, das dazu führt, ich habe einige Fälle im Buch geschildert, dass sich Kinder im Alter von 10, 11 Jahren das Leben nehmen in dieser Stadt, weil sie es nicht mehr ertragen können. Und wir, Sie haben auch die Pro-Kopf-Ausgaben angesprochen, wir anscheinend genügend Ressourcen zur Verfügung stellen. Und das aber nicht nur nicht reicht, sondern gerade in Berlin schlimmer ist als in anderen Bundesländern. Dann müssen wir auch dort hingehen und ganz, ganz kritisch jeden Stein, gerade im Bereich unserer Schulen, in jedem Bereich, der unsere Kinder berührt, umdrehen und schauen, woran es liegen kann. Und ein großes Problem ist eben halt auch dort das Verschweigen, das Wegsehen, das ein Problem nicht annehmen wollen. Ich habe die Rütli-Schule in meinem Buch angesprochen. Die haben eines sehr, sehr richtig gemacht. Halb freiwillig natürlich nur, aber sie haben es gemacht. Sie haben dafür gesorgt, dass der Souverän wahrheitsgemäße Informationen bekommt. Sie haben die Situation an ihrer Schule in einem offenen Brief geschildert, sodass jedermann, Sie alle, wir alle als Parlament informiert werden konnten, objektiv. Und nur dann, wenn wir wissen, was los ist, können wir auch reagieren. Nur dann können wir das zur Verfügung stellen, was notwendig ist. Ob es tatsächlich finanzielle Mittel sind, ob es vielleicht tatsächlich einfach nur andere Führungskräfte sind, ob es vielleicht auch nur der Senator ist, der ausgetauscht werden muss in dem jeweiligen Bereich. Aber Sie können jedenfalls erkennen, a, es gibt ein Problem und b, es gibt verschiedene Vorschläge, wie man diesem Problem Herr werden kann. Und wenn Sie diese Informationen haben, können Sie eine informierte Entscheidung treffen, alle paar Jahre, wie es weitergehen soll. Und diese Chance ist jetzt da und ich hoffe, dass wir nach dem 26.09. keine weiteren Warnschüsse, Weckrufe mehr brauchen für diese Stadt, was die Schicksale unserer Kinder angeht, sondern wir ein Parlament haben, das erkennt, jedenfalls in Teilen, dass wir dringend handeln müssen. Danke. Ja, danke. Reitschuster.de.